Mein Name ist Harald Schmidt, nicht der Komiker, sondern ich bin Arzt und Apotheker an der Universität Maastricht. Mein Name ist Dr. Benedikt Frank, ich arbeite als Neurologe an der Universitätsklinik in Essen. Mein Name ist Hermann Mucke, ich betreibe eine kleine, aber international tätige Consulting-Agentur, die sich in erster Linie darauf spezialisiert hat, Wissenschaft zum Markt zu bringen. Servus, mein Name ist Jan Baumach, ich leite den Lehrstuhl für experimentelle Bioinformatik an der Technischen Universität München und in Repo-Trial bin ich für alles verantwortlich, was mit Computern und Bioinformatik zu tun hat. RepoTrial steht dafür, dass wir Krankheiten ganz neu definieren wollen, nämlich nach Mechanismen und für diese Mechanismen Arzneimittel für die Behandlung von Patienten entwickeln wollen. Repo kommt von Repurposing und zwar wollen wir für zugelassene Arzneimittel eine neue Indikation finden und Trial ist das englische Wort für eine klinische Studie. Ganz neu an RepoTrial ist eben, dass wir uns eine Gruppe von Erkrankungen zum Ziel genommen haben, die wohl einen gleichen Mechanismus haben. Und wenn wir jetzt ein Arzneimittel haben, das diesen Mechanismus angreift, dann können wir dieses Arzneimittel wahrscheinlich für alle anderen Erkrankungen in dieser Gruppe benutzen. Und genau das werden wir testen. Wir müssen dringend umdenken in der Arzneimitteltherapie, weil die gegenwärtig zugelassenen Arzneimittel sehr unpräzise sind, nur bei sehr wenigen Patienten eigentlich wirken, für die sie verschrieben werden. Und die Entwicklung neuer Arzneimittel ist seit Jahren in einer stetig zunehmenden Krise und die Innovation wird weniger und weniger. Also wir brauchen ganz neue Ansätze. Das biomedizinische Wissen, was wir anhäufen, hat leider einen Haken. Davon ist mehr als die Hälfte nicht reproduzierbar. Wenn wir also darauf unsere Entwicklung basieren, dann erklärt das zum einen, warum die oft nicht von Erfolg gekrönt sind. Und zum anderen ein Riesenproblem ist, wie wir eigentlich im Moment Krankheiten definieren. Wir benutzen im Grunde genommen Techniken des 21. Jahrhunderts für Krankheitsdefinitionen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Oftmals wird nur ein Symptom beschrieben oder wir bezeichnen eine Erkrankung nach dem Namen eines Arztes wie Alzheimer oder Parkinson, ohne jegliches Verständnis, was eigentlich die Ursachen dieser Erkrankung sind. Mein Lieblingsbeispiel für symptomdefinierte Erkrankungen ist Bluthochdruck. Dort kennen wir bei 95% der Patienten nicht die Ursache, bezeichnen das dann als essentielle Hypertonie und geben den Patienten Arzneimittel, die Blutgefäße erweitern. Dadurch verschwindet natürlich das Symptom Bluthochdruck, aber die Ursache haben wir immer noch nicht behandelt. Eins der besten Beispiele für diese Neuanwendung eines bestehenden Arzneimittels für eine neue Indikation sind natürlich unsere eigenen. Wir haben ein Arzneimittel, was bei einer Nierenerkrankung bei Diabetes bzw. ein Arzneimittel, was bei Herzinsuffizienz entwickelt wird, jetzt für Schlaganfall neu angewandt und bereiten jetzt hier die klinische Studie vor innerhalb von RepoTrial. Im klinischen Alltag stellen wir häufig fest, dass Herz und Hirn sehr eng zusammenhängen, da viele gemeinsame Risikofaktoren oder andere Erkrankungen zu deren Folgeerkrankungen führen. So sind es zum Beispiel der Bluthochdruck, Hypercholesterinämie, also erhöhte Blutfette, mangelnde Bewegung und Diabetes, die nicht nur zum Schlaganfall führen, sondern auch zu Herzerkrankungen. Der große Vorteil des RepoTrial-Projektes als sogenannte Repurposing-Studie ist es, dass wir keine komplett neu entwickelten Medikamente untersuchen, sondern Medikamente bzw. Prüfpräparate aus bereits etablierten klinischen Bereichen in neuer Anwendung überprüfen. Das heißt, wir kennen die Wirkungsprofile und somit auch mögliche Nebenwirkungen, sodass wir diese gut abschätzen können und auch die Dosierung der Medikamente in einem Bereich auswählen können, dass die Patienten keine Nebenwirkungen erfahren werden. Zum anderen ist es so, dass die Patienten alle nach der Standardversorgung zusätzlich behandelt werden. Es wird denn also das nach aktuellem Wissen wirksame Medikament oder die wirksame Therapie nicht vorenthalten, sondern in der RepoTrial-Studie wird es immer so sein, dass die Medikamente bzw. Prüfpräparate zusätzlich
zur Standardtherapie zur Anwendung kommen. Ja, dieses sogenannte In Silico Screening für Drug Repurposing beispielsweise, die sind etwas ganz Besonderes, weil sie die Substanzen dafür ja physisch gar nicht in der Hand haben müssen. Begonnen hat es mit dem sogenannten Structure-Based Design. Das heißt, wenn Sie ein Zielmolekül einmal haben, einen Zym zum Beispiel, und davon die dreidimensionale Struktur kennen, dann können Sie ein Modell dieser Struktur im Computer nachbilden. Und die kleinen Moleküle, mit denen Sie arbeiten, um sie zu Arzneimitteln zu entwickeln, die sind natürlich noch leichter modellierbar. Das hat ursprünglich zu einem Ansatz geführt, der wie Testen von Schlüssel im Schloss beschreibbar ist. Das heißt, wenn es passt, wenn Sie drehen können, wenn etwas passiert, dann haben Sie mal einen Hit. Im Wesentlichen drei große Felder. Die schiere Datenmenge alleine ist gewaltig. Die Sequenzierer der nächsten Generation produzieren zwischen 4000 und 6000 GB Daten pro Tag. Allein die Rohdaten zu verarbeiten ist ein Problem. Die kann man nicht mal gerade kurz übers Internet schieben oder auf USB-Stick kopieren. Eine unglaublich riesige Menge an Daten. Der begegnen wir halt eben, indem wir parallel die Daten prozessieren in großen Rechenanlagen wie dem Leibniz Rechenzentrum zum Beispiel bei uns in München. Das zweite große Problem ist die Diversität der Daten, die Heterogenität. Massenspektrometriedaten sehen ganz anders aus als Genetikdaten. Patientendateien sehen auch ganz anders aus als Molekulardaten. Standardansätze aus der künstlichen Intelligenz beispielsweise funktionieren auf so heterogenen Daten so einfach nicht. Das muss alles angepasst werden. Das ist genau der Kernbereich unserer Forschung. Die dritte große Hürde ist Datenschutz. Da gibt es die deutsche Datenschutzgrundverordnung, wenn wir in Deutschland bleiben. Auf europäischer Ebene gibt es zum Beispiel das GDPR. Die Daten müssen innerhalb der Krankenhäuser bleiben, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Wenn jetzt allerdings 10, 20, 100 Krankenhäuser zusammenarbeiten wollen, um eine große künstliche Intelligenz zu lernen, die hilft, in der Diagnostik die richtige Therapie vorzuschlagen, Therapien zu optimieren und so weiter. Und dafür müssen halt Lösungsansätze entwickelt werden, sei es, indem entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die das erlauben, oder indem technische Lösungen geschaffen werden, die es erlauben, große künstliche Intelligenzen zu lernen, wobei die Daten weiterhin verteilt innerhalb der einzelnen Krankenhäuser verbleiben. Präklinische Versuche können wir bei unserem Ansatz auf ein absolutes Minimum reduzieren. Also damit sind Tierversuche gemeint. Wir wissen ja im Grunde genommen schon alles über die Erkrankung. Deswegen liegt unser Schwerpunkt im Gegensatz zur normalen biomedizinischen Forschung dabei, gleich die klinische Studie durchzuführen. Wir könnten uns vorstellen, dass es mit Sicherheit weltweite Bedeutung haben könnte, falls es uns gelingt, zum Beispiel Schlaganfall zu heilen. Am meisten macht mir dieses interdisziplinäre Arbeiten mit Kollegen aus ganz anderen Bereichen, also Bioinformatikern oder regulatorischen Experten, Spaß. Und natürlich das Schönste ist, in der biomedizinischen Forschung wirklich einen Patienten-Benefit zu erreichen. Nicht nur eine schöne Publikation, sondern wirklich was für Patienten zu erreichen. Und ich glaube, das können wir schaffen.